In den Wäldern abseits der Zivilisation lebt ein Tier, das die Menschheit seit Jahrhunderten in Schrecken versetzt. Der Wolf. Ein geheimnisvoller und bedrohlicher Räuber. Der Inbegriff der ungezähmten Natur. Im Jahre 1990 begann der Tierfilmer Jim Dutcher, seinen ersten Film über Wölfe zu drehen. Eine Wissenschaftlerin begleitete ihn. Die beiden lebten 6 Jahre lang mit einem Rudel Wölfe in den Sawtooth Mountains im US-Bundesstaat Idaho. Am Anfang waren Jamie und Jim Dutcher nur Freunde. In den Jahren bei den Wölfen wurde aus der Freundschaft eine Liebesgeschichte. Die Wölfe, die Jamie und Jim beobachteten, waren keine Ungeheuer, wie sie in Märchen und Mythen beschrieben werden. Diese Tiere kümmerten sich umeinander. Ihre Zuneigung und ihre Bindungen erinnern an menschliche Familien. Durch Dutchers Arbeit wurden diese Wölfe als Sawtooth-Rudel weltberühmt. Dieser Film ist ein einzigartiges Dokument. Er zeigt, wie Wölfe wirklich im Rudel leben. Es ist eine Geschichte vom Leben und Sterben in freier Natur, die uns helfen wird, den Wolf als Wildtier besser zu verstehen. Und es ist die faszinierende Geschichte zweier Menschen, die ein einmaliges Erlebnis miteinander verbindet. Ein Leben mit Wölfen. Für ein Wolfsrudel sind die kalten Frühlingstage oft eine Zeit der Freude. Ein aufregendes Ereignis hat stattgefunden. Eine Wölfin hat in einer abgelegenen Höhle im Wald Junge zur Welt gebracht. Das ganze Rudel ist in heller Aufregung. Wölfe lieben Welpen über alles. Sie können es kaum erwarten, den neuen Wurf kennenzulernen. Aber die Mutter hält ihre Jungen von allen Neugierigen fern. Die Wölfin würde alles tun, um ihren Nachwuchs zu schützen. Jahrelang haben die Tierfilmer Jamie und Jim Dutcher daran gearbeitet, das Vertrauen dieser ungezähmten Wölfe zu gewinnen. Jetzt wird sich zeigen, ob sie Erfolg haben. Unter den argwöhnischen Augen der Mutter will Jamie versuchen, in die Höhle zu kriechen. Noch nie zuvor hat das ein Mensch gewagt. Ich wollte sehen, ob es den Welpen gut geht. Ich kannte die Wölfin schon lange, wusste aber nicht, ob sie mich nicht doch angreifen würde. Es wirkte so, als würde sie mir einen kurzen Blick in den Bau erlauben. Ich hoffte, dass ich richtig lag. Na, ihr Kleinen, wo seid ihr denn? Ihr seid so niedlich, so winzig. Dieser Moment war der Höhepunkt eines Projektes, das nicht in Idaho begann, sondern schon 40 Jahre früher in den Absaroka Mountains, einem Ausläufer der Rocky Mountains.
Die Absaroka Mountains liegen südlich des Yellowstone-Nationalparks. In dieser endlosen Wildnis arbeitete der junge Jim Dutcher im Sommer auf einer Farm. Damals war ich ein Junge mit einem traumhaften Ferienjob. Ich gab auf die Pferde Acht. Am Abend trieb ich sie auf die Weide und am nächsten Morgen zurück zur Farm. Für einen Jungen aus Florida war diese tiefste Provinz ein Paradies. Bergseen voller Forellen, Grizzlybären und Elche in den Wäldern. Ein Ort, wo man wilden Tieren begegnen konnte. Eines Tages verfolgte Jim streunende Pferde. Plötzlich machte er eine Entdeckung, die er niemals vergessen würde. Auf einer Lichtung stand ein grauer Wolf. Der Wolf sah nicht bedrohlich aus. Er war bloß neugierig und er zeigte überhaupt keine Angst. Ich wusste wenig über Wölfe, aber ich hatte gerade eine unglaublich seltene Begegnung gehabt. Mit der Zeit vergaß Jim Dutcher den Wolf aus Wyoming. Aber als er Jahre später anfing, Filme zu drehen, fiel ihm die Begegnung schlagartig wieder ein. Sie sollte sein Leben in eine andere Richtung lenken. 30 Jahre später suchte ich ein neues Filmthema. Da sah ich auf der gleichen Farm wieder einen Wolf. Auch dieser Wolf erscheint nicht bedrohlich. Das Tier wirkt sogar ängstlich. Dutcher fragt sich, ob Wölfe tatsächlich blutrünstige Killer sind. Er beschließt, einen Film über die wahre Natur der Wölfe zu drehen. Bis zu diesem Zeitpunkt existierten keinerlei Filmaufnahmen über ihr Leben im Rudel, weil Wölfe extrem misstrauisch den Menschen gegenüber sind. Zu Recht. Um 1990 leben im Westen der Vereinigten Staaten nur noch ungefähr 50 wilde Wölfe. Farmer und Jäger hatten 2 Millionen Tiere getötet, um ihre Viehherden zu schützen. Die übrig gebliebenen Wölfe meiden die Menschen. Selbst vom Flugzeug aus kann man kaum mehr Wölfe entdecken. Um sie aus der Nähe filmen zu können, muss Jim Dutcher neue Wege beschreiten. Er hat eine Idee und nun sucht er dafür den geeigneten Platz. Nachdem er ein Jahr herumgereist war, findet Jim in den Wäldern der Sawtooth Mountains in Idaho, was er sucht. Er pachtet das Land von der amerikanischen Forstverwaltung und das Wolfsprojekt ist geboren. Jim Dutcher will das weltweit größte Freigehege für Wölfe errichten. Es soll groß genug sein, um einem Rudel ein gewisses Gefühl der Freiheit zu geben. Dutcher versucht, ein Wolfsrudel zu bilden. Aus einem Forschungszentrum lässt er einen betäubten Wolf einfliegen. Jim nennt ihn Akai. In der Sprache der Schwarzfuß-Indianer heißt das der Weise. Wenn alles klappt wie geplant, würde Akai der Führer des neuen Rudels werden. Dutcher holt sich Rat bei einigen Wolfsforschern. Doch keiner kann vorhersagen, ob sich wirklich ein Rudel bilden würde. Kein Wunder. So ein Projekt hat noch nie jemand gewagt. Als die Männer Akai in das Wolfsgehege tragen, begreifen sie die Dimension dieses kühnen Projektes. 50 Jahre lang hat hier kein Wolf mehr gelebt. Akai ist der Erste. Von nun an kann Jim jedes wichtige Ereignis in Akais Leben mit seiner Kamera verfolgen.
Die Wölfe würden zwar nicht so frei leben können wie ihre Artgenossen in der Wildnis, doch Dutcha hofft, dass seine Beobachtungen dabei helfen, das Verhalten der Wölfe besser zu verstehen. Bald schließt sich Akai eine Wölfin an. Sie wird Makui genannt, was in der Sprache der Schwarzfuß-Indianer schlicht Wolf heißt. Was mir von Anfang an gut gefallen hat, war, dass Jim den Wölfen zuhören wollte. Und zwar nicht als Wissenschaftler, sondern als so etwas wie ein sozialer Partner. Wenn er ihre Gewohnheiten beobachten wollte, musste er mit ihnen leben und ihr Vertrauen gewinnen. Jim Dutcha hat früher schon einmal 2 Jahre unter Tieren gelebt. So gelangen ihm Aufnahmen von Pumas, wie man sie noch nie gesehen hatte. Dutcha war immer vor Ort. Er konnte filmen, wie sich eine Puma-Mutter um ihre Jungen kümmert und wie sich Pumas mit Lauten verständigen. Später änderte Dutcha seine Arbeitsweise. In einer Blockhütte an einem Teich richtete er einen Biberbau auf. Die Tiere konnten nach Belieben in den Bau kommen und wieder verschwinden. Auf diese Weise gelangen Dutcha faszinierende Aufnahmen vom Leben in einem Biberbau. Manche schüttelten nur den Kopf über diese Aktion. Ein Tier, das Baumstämme durchnagt, sollte man nicht in eine Holzhütte halten. Nun, die Hütte steht immer noch und ist mittlerweile der Firmensitz der Dutcha Filmproduktion. Heute befinden sich hier nur noch die Bilder von wilden Tieren. Außerdem zahlreiche Filme und die weltweit größte Sammlung an Nahaufnahmen des Grauwolfes. Auch Jamies Tonaufnahmen lagern hier. Die Aufzeichnungen dokumentieren auch, wie Jim und Jamie Dutcha sich näher gekommen sind. Ich habe Jim zum ersten Mal auf einem Rückflug aus Afrika getroffen. Damals wussten wir es noch nicht, aber wir teilten beide die Liebe zur Tierwelt. Genauso wie Jim fühlte sich auch Jamie schon als Kind von der Natur angezogen. Sie erkundete die Wälder hinter ihrem Elternhaus in Maryland. Sie träumte von einem Leben an einem einsam gelegenen Ort mit wilden Tieren. Nachdem sie Jim getroffen hatte, kehrte Jamie in die Hauptstadt Washington zurück. Sie nahm eine Stelle im staatlichen Zoo an. Dort war sie umgeben von exotischen Tieren. Jamie würde sich in den kommenden Jahren um die kranken Tiere des Zoos kümmern. Hier ist zwar nicht die Wildnis, aber hier hat Jamie wenigstens ständig Kontakt mit Tieren. Doch der Mann, dem sie auf dem Rückflug von Afrika begegnet ist, fängt an, ihr Briefe aus dem fernen Idaho zu schreiben. Von seinem Leben in der Wildnis. Es ist der Anfang einer 7 Jahre dauernden Brieffreundschaft. Friday, June 28. Freitag, den 28. Juni. Liebe Jamie, es ist früh am Morgen im Wolfsgehege. Es ist klar und kalt. Der Blick auf die Berge ist atemberaubend. Heute Morgen heulte draußen ein einsamer Wolf. Meine Mitarbeiter und ich ziehen außer den beiden erwachsenen Wölfen auch 4 Welpen auf. Es macht dich fertig, ihnen rund um die Uhr die Flasche zu geben, aber sie gedeihen prächtig.
Aber Jim macht sich auch Sorgen. Bekommt er so wirklich ein Rudel zusammen? Die Zukunft der niedlichen Welpen ist ungewiss. Was passiert, wenn sie ihre behütete Kinderstube verlassen? Im Alter von 12 Wochen zeigen die Welpen erste eigene Charakterzüge. Der kleine Lakota zum Beispiel ist sehr scheu. Sein Bruder Kamotz dagegen aufgeweckt und der neugierigste des ganzen Wurfs. Er könnte das Zeug für einen Anführer haben. In den nächsten Wochen beobachtet Jim, dass Kamotz immer dominanter wird. Zum Beispiel schnappt er sich ein Hirschbein und scheucht seine Geschwister erst einmal davon. Wölfe nehmen den Nachwuchs normalerweise ohne Probleme ins Rudel auf. Keiner erwartet also Schwierigkeiten, als die Welpen Akai und Makui kennenlernen sollen. Die Welpen können ihre Freude kaum bändigen. Dacha hofft, dass Akai und Makui Pflegeeltern der Welpen werden. Als die Welpen ins Gehege stürmen, schleicht sich Makui davon. Akai versucht, ein wenig Ordnung herzustellen. Aber zu Jims Überraschung und Bedauern zeigt Makui kein Interesse an den jungen Wölfen. Sie verschwindet. Als sie nach ein paar Tagen noch nicht wieder aufgetaucht ist, machen sich Jim Dutcher und seine Mitarbeiter auf die Suche. Sie fürchten, dass Makui nicht genug zu fressen findet. Drei Tage brauchen die Männer, um die Wölfin aufzuspüren. Jim erkennt, dass es ihr gut geht. Trotzdem staunt er. Warum meidet sie die anderen? Während sich Makui im Wald verbirgt, bildet sich eine Rangordnung heraus. Wie unvorhersehbar das Verhalten von Wölfen sein kann, zeigt sich, als Jim einen toten Hirsch bringt. Völlig überraschend dominiert nicht der erwachsene Akai, sondern der junge Kamotz. Es ist ein Leittier, das die Ordnung im Rudel bestimmt. Der Alpha-Wolf. Dacha begreift, dass nicht Alter oder Größe einen Wolf zum Anführer machen, sondern irgendetwas Angeborenes. Keiner der anderen Wölfe fordert den jungen Kamotz heraus, als dieser sich zum Alpha-Tier aufschwingt. Als Makui schließlich doch ihr Versteckspiel aufgibt, scheint sie zu ängstlich, um sich dem Rudel anzuschließen. Ihr Verhalten bereitet Jim Kopfzerbrechen. In den Rocky Mountains ist der Winter hereingebrochen. Eine dicke Schneedecke legt sich auf das Wolfsgehege. Irgendwo in den Wäldern streift Makui umher. Alleine. Um die Fressgewohnheiten der Wölfe verfolgen zu können,
bringen ihnen die Wissenschaftler alle paar Tage tote Hirsche oder Elche. Welpen müssen schnell zunehmen, um den ersten harten Winter zu überleben. Die jungen Wölfe von Sawtooth sind inzwischen schon fast so groß wie die ausgewachsenen Tiere. Beim Fressen balgen sich die Wölfe um die besten Plätze. Doch Camoz hat alles unter Kontrolle. Er bestimmt, wer als Erster und wer als Letzter frisst. Makui schaut aus sicherer Entfernung zu. Sie sieht hungrig aus. Doch die Wölfin wagt sich nicht heran. Dacha macht sich große Sorgen. Er bringt Makui Elchfleisch. Jim will ihr Vertrauen gewinnen und verstehen, warum sie ein einsamer Wolf geworden ist. Aber ihre Begegnungen sind immer nur kurz. Die Vorstellung vom einsamen Wolf ist zum größten Teil eine Legende. In der Natur bleiben Wölfe nur kurze Zeit alleine. Den ganzen Winter übersucht Jim die Nähe zu Makui. Ein Wolf weiß instinktiv, dass er zu einem Rudel gehört. Er ist völlig in den Familienverband eingebunden. Jedes Treffen verstärkt bei Jim die Überzeugung, dass Makui sich nach Gesellschaft sehnt. Nach und nach ließ sie mich näher an sich ran. Aber es machte mich traurig zu denken, dass ich ihr einziger Freund war. Schließlich erkennt Jim das Problem. Makuis Augen sind trüb. Hat sie Angst vor dem neuen Rudel, weil sie die anderen kaum erkennen kann? Dacha ist klar, dass Makuis Augen behandelt werden müssen. Er braucht die Hilfe eines Fachmanns. Aber wo soll er den finden? Plötzlich merkt er, dass er genau die richtige Person bereits kennt. Während Jim sich um einen kranken Wolf in Idaho sorgt, blüht Jamie bei ihrer Arbeit im Zoo von Washington so richtig auf. Sein Puls ist stabil. Jamie ahnt nicht, dass ihre medizinischen Kenntnisse einmal großen Einfluss auf ihr Leben haben sollten. Er hat kein Fieber. Die Temperaturen liegen weit unter 0 Grad Celsius. Die Wölfe stört das nicht. Vor allem die Jungtiere staunen über die Luftblasen unter der Eisdecke. Ihre Enttäuschung ist groß, wenn sie erkennen müssen, dass sie dieses Spielzeug nicht erreichen können. Gegen Eis und Schnee sind die Wölfe durch ihr zweilagiges Fell geschützt. Das Oberfell mit den langen Haaren hält den Wind ab. Es gibt jedem der Tiere eine eigene charakteristische Färbung. Das flauschige Unterfell speichert die Körperwärme. Es ist bei allen Wölfen grau gefärbt. Mit ihrer hochempfindlichen Nase wittern die Wölfe, was sich unter dem Schnee verbirgt. Nicht immer langt es für ein reichhaltiges Mahl. Aber Wölfe sind nun mal geborene Jäger. Sie jagen alles.
Im Gegensatz zu den winterfesten Wölfen bedeutet die kalte Jahreszeit für Jamie und Jim eine endlose Reihe lästiger Pflichten, bei denen oft auch noch die Finger klamm werden. Ständig muss das Dach vom Schnee befreit werden. Um Brennholz zu holen, schnallen Jamie und Jim ihre Schneeschuhe an. Unter dem Schnee verbergen sich Löcher und Baumwurzeln. Und das Brennholz muss ja auch noch ins Zelt geschleppt werden. Die Temperaturen bleiben monatelang unter dem Gefrierpunkt und es fällt über 5 Meter Schnee. Die Wölfe beobachten Jamie und Jim. Es sieht so aus, als würden sie sich darüber amüsieren, wie die beiden mit den Tücken des Winters zu kämpfen haben. Manches ist zwar wichtig, aber nicht notwendig. Zum Beispiel Wasser zu holen, wenn man duschen will. Unverzichtbar dagegen ist es, den Weg nach draußen freizuschaufeln. Jamie und Jim halten den Ofen tagsüber am Brennen, um die Jurte aufzuwärmen. Wenn das Feuer nachts ausgeht, wird es empfindlich kalt. Während des langen Winters überdenken die Dutchers die Anlage des Wolfsgeheges. So wie es jetzt ist, bleiben Jamie und Jim immer außerhalb des Reviers der Wölfe. In dem alten Gehege trennte uns der Zaun von den Wölfen. Sie konnten uns zwar hören, aber nicht immer sehen. Wenn wir zu ihnen kamen, veränderten sie ihr Verhalten. Sie waren ziemlich neugierig. Im Frühjahr 1994 beschließen Jamie und Jim, ihr Zelt auf die andere Seite des Zaunes zu verlegen. Ohne Jamie wäre ich da wohl nicht reingegangen. Aber sie war so enthusiastisch. Sie ahnte, dass wir die Wölfe dort viel besser beobachten könnten. Und sie hatte recht. Jamie und Jim bauen ihre Jurte etwas erhöht auf einer Bühne wieder auf. Von diesem Ausguck können sie besser das Kommen und Gehen des Rudels verfolgen. Sie leben nun nicht länger neben den Wölfen, sondern mitten unter ihnen. Sie sind keine Eindringlinge mehr, sondern sie gehören fast schon zum Rudel. Die Wölfe beachten sie immer weniger. Das ist gut für die Aufnahmen, die immer aufschlussreicher werden. Trotz allem stockt das Projekt. Denn dem Rudel fehlt eine Wölfin. Jamie und Jim wünschen sich nichts sehnlicher als die Geburt eines neuen Wurfes zu erleben. Also nehmen sie 3 Welpen auf. 2 Weibchen und ein Männchen. Alle sind gleichermaßen verspielt. Ja.
Zucht der Welpen ist ein 24-Stunden-Job. Jamie und Jim sind erwartungsvoll, denn die Kleinen dürfen in Kürze raus. Das Rudel hört schon ihr Fiepen und erwartet sie ungeduldig. Zwei Welpen sind besonders temperamentvoll. Viakin und Vahots. Ihre Schwester Chemuk dagegen wirkt schüchtern. Sie beobachtet ihre Geschwister lieber aus der sicheren Entfernung. Die jungen Wölfe machen den Alten sofort alles nach. Jamie und Jim fürchten, dass die kleine Chemuk den Anschluss an das Rudel verlieren könnte. Chemuk scheint Angst zu haben, sich zu den Großen zu gesellen. Sie sieht zu, wie ihre Geschwister sich schnell im Rudel einleben. Chemuk bleibt vorsichtig und hält Abstand. Jamie und Jim wundern sich. Wird Chemuk gerade zum Omega-Tier gemacht? Oder, was noch schlimmer wäre, wird sie etwa vom Rudel geächtet? Doch in den kommenden Wochen verfliegen ihre Sorgen. Chemuk tritt zwar nicht so bestimmt auf wie ihre Geschwister, aber immerhin tobt sie mit den anderen herum. Ich sah, wie zärtlich Jamie mit den Welpen spielte. Ich war rundherum glücklich. In diesem Moment tat ich, was ich schon vor Jahren hätte tun sollen. Ich machte ihr einen Heiratsantrag. Die Welpen sind Zeugen. Jamie nimmt den Antrag an. Sie ist glücklich mit Jim und den Tieren. Von ihrem neuen Ausguck verfolgen Jamie und Jim ein Drama. Einer der Welpen hat offenbar den Unmut des Alpha-Wolfs erregt. Normalerweise dürfen die Welpen zusammen mit dem übrigen Rudel fressen, so wie Vahots und Viakin. Bei der ängstlichen Chemuk liegt die Sache etwas anders. Kamots macht ihr klar, dass sie genauso abwarten muss, bis sie fressen darf, wie Omega-Wolf Lakota. Die soziale Position im Rudel hängt stark vom Auftreten des einzelnen Wolfs ab. Jamie und Jim fragen sich manchmal sogar wirklich, ob das Herumhacken auf einem ängstlichen Tier ein Weg für die Wölfe ist, die für das Überleben in der Wildnis erforderliche Aggression zu entwickeln. Je bestimmter die Kleinen auftreten, umso mehr dürfen sie sich von der Beute holen. Chemuks ängstlicher Charakter dagegen scheint Kamots richtiggehend zu provozieren. Oft hat ein Rudel zwei Omega-Tiere, ein Männchen und ein Weibchen.
Jamie und Jim glauben, dass Chimuk schon bald diese Rolle übernehmen wird. Der dreiste Matzi dagegen wächst immer stärker in die Rolle des Beta-Rüden. Er wird zur Nummer 2 im Rudel. Und er kümmert sich auch um die Welpen. Matzi behält die Jungen immer im Auge. Er ist gewissermaßen ihr Erzieher. Aber Matzi kann wenig für Chimuk tun. Sie muss ihren eigenen Weg finden, sich im Rudel zu behaupten. Ich wollte eigentlich keine Partei ergreifen, aber Lakota, der Niedrigste in der Hackordnung, rührte mein Herz. Immer wieder warb er um die Gunst seines Bruders, der das Rudel anführte. Aber obwohl die Wölfe in einer Tour auf Lakota herumhackten, sorgten sie sich auch um ihn. Allen voran der freche Matzi. Es ist viel los in einem Wolfsrudel. Ich versuchte, Jamie und Lakota zusammen zu filmen. Doch jedes Mal wurde Lakota unruhig und lief fort. Jim lässt sich etwas Neues einfallen. Er tauscht die große Filmkamera gegen einen Fotoapparat mit einem Teleobjektiv. So kann er aus weiter Entfernung die zarten Bande zwischen Jamie und Lakota verfolgen. Lakota ging ein hohes Risiko ein. Hätte das Rudel meine Zuwendung bemerkt, hätten sie ihn noch stärker drangsaliert. Oft saßen wir einfach beieinander. Einmal legte Lakota seine Pfote auf meine Schulter. Er guckte mich mit seinen klugen, bernsteinfarbenen Augen an. Von diesem Moment an wusste ich, dass er immer einen besonderen Platz in meinem Herzen einnehmen würde. Als Jamie und Jim in das Gehege ziehen, mischt sich die Welt der Menschen mit der der Wölfe. So nah bei den Tieren können die Dutchers einzigartige Aufnahmen machen. Sie sehen zum Beispiel ein höchst unterhaltsames Schauspiel zwischen der jungen Viakin und ihrem Bruder Vahots. Mit einem Bissen Fleisch schleicht sich Viakin von dannen. Sie merkt nicht, dass ihr Bruder sie beobachtet. Still und leise versteckt Viakin ihren geheimen Vorrat in den Büschen. Aber Vahots folgt ihr heimlich. Vahots hat längst begriffen, dass er nur abwarten muss. Sobald seine Schwester fort ist, stürzt der hungrige Bruder heran, um das versteckte Fleisch auszugraben und zu fressen. Als seine Schwester später ihren geheimen Vorrat sucht, ist sie völlig verwirrt, weil sie nichts mehr findet. Hier draußen in der Wildnis sind viele Winter kalt und einige sind gnadenlos. Die täglichen Pflichten und das Leben mit den Wölfen nehmen die Dutchers völlig in Beschlag. In den folgenden 5 Jahren erleben sie hier, wie Jahreszeiten kommen und gehen. Auf die Kälte des Winters folgt die Sommerhitze. Und schon bald kündigt sich wieder der Winter an. Die Laute der Natur begleiten den Lauf der Dinge. Jamie sammelt sie für diesen Film. Immer wieder nimmt sie das Heulen der Wölfe auf Tonband auf.
Inzwischen erkennt Jamie die unterschiedlichen Wölfe allein an ihrem Heulen. Surprisingly, Lakota had the most beautiful howl. Ich war überrascht, dass ausgerechnet Lakota am schönsten heulen konnte. Er schüttete sein Herz aus. Es hörte sich an, als ob er den Blues sang. In seiner Stimme lag die tiefe Verzweiflung des Omega-Wolfes. Giving voice to the despair of an Omega. Jamie ist überzeugt, dass sich Wölfe durch ihr Heulen und durch ihre Körpersprache verständigen. Eine Kommunikation, die wir aber noch nicht verstehen. Jeder Wolf war ein Individuum, aber er musste auch immer das Gefühl haben, dass er ein Rudel hat. Ständig reiben sich die Wölfe aneinander. Sie lecken sich ab, um sich ihrer Nähe zueinander zu versichern. Selbst heftiges Raufen zeigt dem Wolf, dass er zu einem Familienverband gehört. Jamie und Jim sind sich sicher, dass ihr Projekt gelingen wird. Das Rudel ist inzwischen zu einem belastbaren Familienverband zusammengewachsen. Und die Wölfe vertrauen ihren beiden menschlichen Freunden. Wir hatten jedem Wolf einen Namen gegeben. Wir drängten uns nicht auf. Die Wölfe kamen nur zu uns, wenn sie Lust hatten. Das machte ihre Freundschaft so wertvoll. Kamotz war zwar der Anführer, aber er konnte genauso verspielt sein wie die anderen. Ich bewunderte ihn. Seine Aufmerksamkeit und vielleicht sogar seine Zuneigung zu erhalten, das war für mich eine überwältigende Ehre. Als Frühaufsteher merken die Dutchers, dass Wölfe selten die ganze Nacht durchschlafen. Jamie will alles darüber wissen, wie die Wölfe sich verständigen. Sie stellt ein Mikrofon außerhalb des Zeltes auf. Das Mikrofonkabel reicht bis zu ihrem Bett. So kann Jamie auch mitten in der Nacht die Gespräche der Wölfe aufzeichnen. Wölfe heulen Tag und Nacht. Manchmal beantworten sie damit ein fernes Geräusch. Manchmal versichern sie sich auf diese Weise der Anwesenheit der anderen Wölfe. Jamie glaubt, dass wir noch nicht alle Gründe kennen, warum Wölfe heulen. Oft versammelt sich das Rudel in der Nacht, um Fangen zu spielen. Die Winterkälte kriecht den Menschen in die Knochen. Die Wölfe beeindruckt sie nicht. Ihr nächtliches Heulen wurde so beruhigend wie Regen auf der Fensterscheibe. Es war wie ein Geräusch aus uralter Zeit. Dann war alles wieder still. Und ich schlief mit dem Gedanken ein,
Möge dieses magische Leben ewig dauern. Die langen Winter in den Bergen von Idaho stellen die Ausdauer von Jamie und Jim auf eine harte Probe. Das Wolfsgehege liegt sehr hoch. Eisiger Wind peitscht über die Landschaft. Um sich aufzuwärmen, müssen die Dutchers immer wieder in ihr Zelt. Welch ein Unterschied zu den Wölfen. Deren dicker Pelz wirkt so isolierend, dass nicht einmal der Schnee darauf schmilzt. Jamie und Jim staunen immer wieder. Noch im tiefsten Winter geben sich die Tiere unbeeindruckt. Manchmal rollen sie sich zusammen und schlafen einfach, bis der Sturm vorbei ist. Niemals suchen sie Schutz in einer Höhle oder unter Bäumen. Wölfe sind perfekte Wintertiere. Sie ignorieren nicht nur die Kälte, sie scheinen Schnee sogar als ein Geschenk des Himmels zu begreifen. Wenn es schneit, spielen sie besonders gerne. Die junge Wölfin Viakin und ihre schwarze Schwester Shemuk tollen besonders wild herum. Die Dutchers vermuten, dass der Leitwolf Kamut sich bald mit einer der beiden paaren wird. Dieses Weibchen wird dann zur Alpha-Wölfin aufsteigen und den ersten Wurf des Rudels zur Welt bringen. Jamie und Jim können immer noch nicht ausschließen, dass Shemuk doch noch das Schicksal des Omega-Tieres droht. Aber immerhin ist sie in den vergangenen Monaten auf der sozialen Leiter des Rudels einige Sprossen emporgeklettert. Kamots interessiert sich bisher mehr für den Schnee als für die Damenwahl. Nur der Alpha-Wolf und die Alpha-Wölfin eines Rudels bekommen Nachwuchs. Alle ahnen, dass bald etwas Wichtiges geschehen wird. Anfang Februar bemerkt Jamie, dass Shemuk sich verändert. Sie tritt immer entschiedener auf. Jamie und Jim spüren, dass die Entscheidung naht. Wählt Kamots die wachsame Shemuk aus oder doch Viakin? Die Dutchers glauben, die größere und lebhaftere Viakin wäre besser geeignet. Dann beginnt die Paarungszeit. Die Wölfinnen sind jetzt bereit, sich fortzupflanzen. Jamie erkennt es an der Spannung und dem Heulen im Rudel. Plötzlich gibt Kamots zu erkennen, für wen er sich entschieden hat. Shemuk ist die Glückliche. Kamots Wahl überrascht Jamie und Jim genauso wie vielleicht Shemuk selbst.
Chimuks Leben und das des ganzen Rudels ändert sich nun von Grund auf. Die scheue Wölfin, die Jamie und Jim schon in der Rolle des Omega-Tieres gesehen hatten, steigt auf zur Alpha-Wölfin. Ein Wolfspaar bindet sich üblicherweise für das ganze Leben. Chimuk hat also eine gesicherte Zukunft vor sich. Als Königin-Mutter wird sie die anderen Wölfinnen des Rudels beherrschen. Im Märchen wäre die kleine Chimuk Cinderella gewesen und Viakin vermutlich die Prinzessin. In der Wirklichkeit konnte Viakin nur noch zuschauen. Und so beginnt die Wartezeit. Würden die Zärtlichkeiten zwischen Chimuk und Kamoz endlich zum ersten Wurf im Sawtooth-Rudel führen? In der dritten Aprilwoche bringt Chimuk in einer abgelegenen Höhle ihre Babys zur Welt. Einen Monat lang darf kein anderer Wolf ihre Kinder sehen. Würde die nervöse junge Mutter zulassen, dass Jamie ihren Nachwuchs in Augenschein nimmt? Ich suchte die Anspannung in Chimuks Gesicht, doch sie schaute nur neugierig. Sie hätte jeden außer mir angegriffen. Aber ich kannte sie ja schon als Baby. Als Chimuk ihre Höhle verließ, wirkte das auf mich wie eine Einladung. Es gab nur einen Weg herauszufinden, ob ich ihr Verhalten richtig deutete. Chimuk guckte, als ob sie mir stolz ihren Nachwuchs vorführen wollte. Kein verdächtiger Geruch hätte Feinde anlocken können. Chimuk hielt ihre Höhle sauber. Dann erkannte ich drei Köpfchen. Sie sahen fast aus wie Bärenbabys. Sie schnupperten und fiebten mir zu. Vielleicht erwarteten sie, dass ich sie säuge. Ich blieb nur eine knappe Minute. Aber welch ein Vertrauensbeweis! Bis die Welpen die Augen aufmachen und sich auf den Beinen halten können, ist ihre Mutter ständig bei ihnen. Damit Chimuk auch etwas zu fressen bekommt, legt ihr das Rudel Fleisch vor die Höhle. Ich war überrascht, wie uneingeschränkt Chimuk Jamie vertraute. Auch in den Wochen danach duldete Chimuk, dass Jamie mit den Welpen spielte. Im Alter von 4 Wochen dürfen die jungen Wölfe die Umgebung ihrer Höhle erkunden. Es sind 2 Mädchen und ein Junge. Alle so schwarz wie ihre Mutter. Sie sind die ersten Wölfe, die seit 50 Jahren in den Sawtooth Mountains geboren wurden. Die Ankunft der neuen Familienmitglieder entzückt besonders 2 Wölfe des Rudels. Der eine ist der Beta-Rüde Matzi. Wie schon bei dem Wurf davor, übernimmt er wieder die Rolle des Babysitters. Noch stärkere Zuneigung empfindet wohl der Rüde Amani.
Der scheut zwar keinen Kampf mit anderen Wölfen, zu den Welpen aber ist er so zärtlich wie ein geduldiger Onkel. Amani wirkt nicht wie ihr Beschützer oder Lehrer, sondern wie ein Spielkamerad. Der neue Wurf zeigt auch, wie schwer durchschaubar der Charakter von Wölfen sein kann. So hackt Amani gerne als Erster auf dem Omega-Tier herum. Aber die Welpen dürfen einfach alles. Deren Lebensfreude überträgt sich auf das ganze Rudel. Dennoch, Jamie und Jim machen sich Gedanken über die Zukunft der Wölfe. Das Rudel braucht bald einen Ort, wo sie auf Dauer leben können. Jim hat Kalahai Eagle vom Stamm der Nez Perce eingeladen. Seit Jahren überlegen Jim und die Nez Perce, das Rudel in das Reservat der Indianer umzusiedeln. Jetzt ist die Zeit gekommen, denn die behördliche Erlaubnis für das Wolfsprojekt auf dem Land der staatlichen Forstverwaltung endet in Kürze. Keiner der Wölfe kommt angelaufen, bloß weil wir es so wollen. Hier entscheiden nur die Wölfe. Der beäugt dich. Ist das der Omega-Wolf? Ja, er steht ganz unten. Kamotz dagegen führt das Rudel. Wir haben den Wölfen Namen gegeben, um sie auseinanderzuhalten. Die Nez Perce unterstützen die Ansiedlung wilder Wölfe. Jim glaubt, dass sein Rudel dort gut aufgehoben ist. Im Spätsommer nimmt die Sorge der Dutchers um ihre Wölfe allerdings noch einmal zu. Ein Waldbrand frisst sich über den Bergkamm auf das Wolfsgehege zu. Zusehen und hoffen, dass das Feuer vorbeizieht. Mehr können Jamie und Jim nicht tun. Zum Glück bekommt die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Doch der beißende Rauch sowie die ablaufende Erlaubnis für ihr Wolfsgehege zwingen die Dutchers zur Eile. Sie müssen ein neues Territorium für das Sawtooth-Rudel finden. Die Nez Perce bieten an, das Rudel in ihrem Reservat aufzunehmen. Dieses Angebot weckt gemischte Gefühle bei Jamie und Jim. Das Rudel wird zwar ein neues Revier bekommen, doch sie müssen die Tiere verlassen. 6 Jahre lang leben sie nun schon zusammen. Die Wölfe sind ihre Freunde. An diesen letzten Sommertagen verbrachten wir so viel Zeit wie möglich mit den Wölfen. Wir wollten jede ihrer Bewegungen und jeden Blick für immer in unserem Gedächtnis speichern. Am 6. August 1996 machten wir uns auf in den Norden von Idaho zum Reservat der Nez Perce. Es war die traurigste Reise meines Lebens. Wir würden nicht nur Abschied von den Wölfen nehmen, sondern auch von dem Leben, das Jamie und ich mit ihnen geführt hatten. Kalahai Eagle begrüßt das Rudel im Reservat der Nez Perce. Ganz behutsam bereitet sie die Tiere darauf vor,
ihr neues Revier zu erkunden. Jamie und Jim lassen zuerst die Jungtiere aus den Käfigen. Die Alten sind beruhigt, wenn sie sehen, dass ihr Nachwuchs frei und sicher ist. Dann ist das Alpha-Pärchen an der Reihe. Kamots und Shemuk. Gefolgt vom Rest des Rudels. Das Rudel würde den Omega-Wolf angreifen, wenn er vorpreschen würde. Deshalb muss Lakota warten, bis er endlich dran ist. Kamots Verhalten zeigt einmal mehr, wie ein Rudel zusammenhält. Er kommt zurück und ermutigt seinen ängstlichen Bruder, den Käfig zu verlassen. Kamots wusste, dass Lakota Zuspruch brauchte. Erst als sein Rudel vollständig versammelt war, führte Kamots es in das neue Revier. Niemals hätte er seinen Bruder zurückgelassen, auch wenn der nur der Omega-Wolf war. Omega or not. Begeistert erkundet das Rudel sein neues Terrain. Aber die Wölfe bleiben so lange still, bis sie feststellen, dass dort weder ein anderes Rudel noch feindliche Raubtiere unterwegs sind. Ein paar Stunden später kehren die Wölfe einzeln zu Jamie und Jim zurück. Als ob sie wüssten, dass der Abschied naht. Als erster schleckte Lakota uns ab. Ob Lakota je die Omega-Rolle los würde? Ich wünschte es ihm. Tomorrow's the day, Lakota. Tomorrow. It's finally come. I never thought it would ever happen. Then Kamots. Dann kam Kamots. Er hat meinen tiefen Respekt. And won my heartfelt respect. Be together, but I will never forget you. And Matsi, who und dann Matsi, der Babysitter und Friedensstifter. Peacemaker. I'm gonna miss you, Matsi. Wie oft er den armen Lakota verteidigt hat. Die Wölfe waren unser Leben und unsere engen Begleiter, aber sie waren eben Wölfe. Sie hatten jetzt ihre eigene Familie und es war eine gute Familie. Ob sie sich an uns erinnern werden? Und werden sie sich einleben? In dem Reservat der Indianer im Norden Idahos erlebt das Sawtooth-Rudel den Wechsel der Jahreszeiten zum ersten Mal ohne Jamie und Jim. Später schicken die Indianer gute Nachrichten an die Dutchers. Alle Wölfe haben sich in der neuen Umgebung gut eingelebt. Und es gibt eine bedeutende Veränderung. Mit Matsis Hilfe hat Lakota es endlich geschafft, die Omega-Rolle abzugeben und in der Rangordnung des Rudels weiter nach oben zu klettern. Aus der Ferne stellen sich Jamie und Jim vor, wie erleichtert Lakota sein muss.
Um dem Rudel ausreichend Zeit zu geben, sich einzuleben, bleiben Jamie und Jim ihm fern. Doch nach fast einem Jahr können sie der Versuchung nicht länger widerstehen, die Wölfe wiederzusehen. Aber wie werden sie reagieren? Wir waren furchtbar aufgeregt. Hoffentlich würden sie uns nicht als Fremde betrachten. Ihre Sorge ist völlig unbegründet. Es war wunderbar, sie alle wiederzusehen. Das tiefe Vertrauen zwischen uns war noch da. Ich konnte mein Glück gar nicht ausdrücken. Die Wölfe konnten es durchaus. But they could. Seit vielen Jahren haben die Dutchers gehofft, dass wilde Wölfe nach Idaho zurückkehren. Ihre Erfahrungen mit dem Sawtooth-Rudel nährten diese Hoffnung. Von ihrem Haus in Idaho brechen sie eines Morgens auf in den Yellowstone-Nationalpark. Um die Raubtiere hier wieder anzusiedeln, wurden Mitte der 90er Jahre 30 Wölfe im Yellowstone-Nationalpark ausgesetzt. Ihre Population hat sich inzwischen auf geschätzte 200 Wölfe erhöht. Nach Ansicht von Biologen stützen die Wölfe das ökologische Gleichgewicht des Parks. Wir hoffen, dass die Angst vor Wölfen abnimmt und dass die Menschen Wölfe auch als sorgende soziale Tiere wahrnehmen. Das Sawtooth-Rudel war ein Vorläufer der wilden Wölfe im Yellowstone. Sie sind eine Art Botschafter zwischen ihrer Art und unserer. Serving as ambassadors from their kind to ours. Wölfe werden nur 7 bis 10 Jahre alt. Die ersten Tiere aus dem Sawtooth-Rudel sind inzwischen tot. When word reached me that Kamatz had died, als ich erfuhr, dass Kamatz gestorben war, fühlte ich mich elend. Er war ein echter Freund. Nach Kamots Tod heulte 3 Wochen lang jede Nacht derselbe Wolf. Ich nehme an, es war sein Bruder Lakota. Mit der Zeit verloren wir auch die anderen. Lakota und meinen lieben Freund Matzi. Jamie und ich hoffen, dass die Geschichte ihres Lebens zum besseren Verständnis von Wölfen beigetragen hat. Viel später, an einem schönen Herbsttag, erfüllen sich Jamie und Jim einen Herzenswunsch, den sie lange hinausgezögert haben. Sie besuchen das alte Wolfsgehege. Aber von ihrem alten Zeltplatz ist nichts übrig geblieben. Gras ist über die Fährten der Wölfe gewachsen. Es ist verdammt hart, dorthin zurückzukehren. Lange Zeit konnten wir das nicht. Dann kommen sie zum alten Stellplatz ihres Zeltes. Jamie, guck mal. Siehst du das? Jim entdeckt eine frische Wolfsspur. Da das Sawtooth-Rudel schon vor Jahren diesen Ort verlassen hat, muss dies der Abdruck eines wilden Wolfes sein. Zum ersten Mal seit 50 Jahren
leben in der Wildnis von Idaho wieder wilde Wölfe. Dieses umherstreifende Tier erinnert Jamie und Jim wehmütig an die Geschichte ihres Rudels. Sie wissen, dass Wölfe oft dem Geruch ihrer Artgenossen über große Entfernungen folgen. Dieser Wolf hatte sich vermutlich von seinem Rudel getrennt. Hier suchte er eine Wölfin, um eine Familie zu gründen. Wie er wohl reagiert hat, als er bemerkte, dass hier einmal Artgenossen gelebt haben. Schaute er sich still um oder heulte er? Vielleicht fühlte er sich wohl hier. Der Geruch entfernter Verwandter könnte ihm klargemacht haben, dass dies ein Land der Wölfe war. Ja, diese Erklärung gefällt mir am besten. Wo Jamie und ich mit den Wölfen gelebt hatten, da fühlte sich dieser Wolf zu Hause. Ständig muss das Dach vom Schnee befreit werden. Um Brennholz zu holen, schnallen Jamie und Jim ihre Schneeschuhe an. Unter dem Schnee verbergen sich Löcher und Baumwurzeln. Und das Brennholz muss ja auch noch ins Zelt geschleppt werden. Die Temperaturen bleiben monatelang unter dem Gefrierpunkt und es fällt über 5 Meter Schnee. Die Wölfe beobachten Jamie und Jim. Es sieht so aus, als würden sie sich darüber amüsieren, wie die beiden mit den Tücken des Winters zu kämpfen haben. Manches ist zwar wichtig, aber nicht notwendig. Zum Beispiel Wasser zu holen, wenn man duschen will. Unverzichtbar dagegen ist es, den Weg nach draußen freizuschaufeln. Jamie und Jim halten den Ofen tagsüber am Brennen, um die Jurte aufzuwärmen. Wenn das Feuer nachts ausgeht, wird es empfindlich kalt. Während des langen Winters überdenken die Dutchers die Anlage des Wolfsgeheges. So wie es jetzt ist, bleiben Jamie und Jim immer außerhalb des Reviers der Wölfe. In dem alten Gehege trennte uns der Zaun von den Wölfen. Sie konnten uns zwar hören, aber nicht immer sehen. Wenn wir zu ihnen kamen, veränderten sie ihr Verhalten. Sie waren ziemlich neugierig.
Im Frühjahr 1994 beschließen Jamie und Jim, ihr Zelt auf die andere Seite großen Einfluss auf ihr Leben haben sollten. Er hat kein Fieber. Die Temperaturen liegen weit unter 0 Grad Celsius. Die Wölfe stört das nicht. Vor allem die Jungtiere staunen über die Luftblasen unter der Eisdecke. Ihre Enttäuschung ist groß, wenn sie erkennen müssen, dass sie dieses Spielzeug nicht erreichen können. Gegen Eis und Schnee sind die Wölfe durch ihr zweilagiges Fell geschützt. Das Oberfell mit den langen Haaren hält den Wind ab. Es gibt jedem der Tiere eine eigene charakteristische Färbung. Das flauschige Unterfell speichert die Körperwärme. Es ist bei allen Wölfen grau gefärbt. Mit ihrer hochempfindlichen Nase wittern die Wölfe, was sich unter dem Schnee verbirgt. Nicht immer langt es für ein reichhaltiges Mahl. Aber Wölfe sind nun mal geborene Jäger. Sie jagen alles. Im Gegensatz zu den winterfesten Wölfen bedeutet die kalte Jahreszeit für Jamie und Jim eine endlose Reihe lästiger Pflichten, bei denen oft auch noch die Finger klamm werden. Ständig muss das Dach vom Schnee befreit werden. Um Brennholz zu holen, schnallen Jamie und Jim ihre Schneeschuhe an. Unter dem Schnee verbergen sich Löcher und Baumwurzeln. Und das Brennholz muss ja auch noch ins Zelt geschleppt werden. Die Temperaturen bleiben monatelang unter dem Gefrierpunkt und es fällt über 5 Meter Schnee. Die Wölfe beobachten Jamie und Jim. Es sieht so aus, als würden sie sich darüber amüsieren, wie die beiden mit den Tücken des Winters zu kämpfen haben. Manches ist zwar wichtig, aber nicht notwendig. Zum Beispiel Wasser zu holen, wenn man duschen will. Unverzichtbar dagegen ist es, den Weg nach draußen freizuschaufeln. Fortan wusste ich, dass er immer einen besonderen Platz in meinem Herzen einnehmen würde. Als Jamie und Jim in das Gehege ziehen, mischt sich die Welt der Menschen mit der der Wölfe. So nah bei den Tieren können die Dutchers einzigartige Aufnahmen machen. Sie sehen zum Beispiel ein höchst unterhaltsames Schauspiel zwischen der jungen Viakin und ihrem Bruder Vahots. Mit einem Bissen Fleisch schleicht sich Viakin von dannen. Sie merkt nicht, dass ihr Bruder sie beobachtet. Still und leise versteckt Viakin ihren geheimen Vorrat in den Büschen. Aber Vahots folgt ihr heimlich. Vahots hat längst begriffen, dass er nur abwarten muss. Sobald seine Schwester fort ist, stürzt der hungrige Bruder heran, um das versteckte Fleisch auszugraben und zu fressen. Als seine Schwester später ihren geheimen Vorrat sucht, ist sie völlig verwirrt, weil sie nichts mehr findet. Hier draußen in der Wildnis sind viele Winter kalt und einige sind gnadenlos. Musik
Die täglichen Pflichten und das Leben mit den Wölfen nehmen die Dutchers völlig in Beschlag. In den folgenden 5 Jahren erleben sie hier, wie Jahreszeiten kommen und gehen. Auf die Kälte des Winters folgt die Sommerhitze. Und schon bald kündigt sich wieder der Winter an. Die Laute der Natur begleiten den Lauf der Dinge. Jamie sammelt sie für diesen Film. Immer wieder nimmt sie das Heulen der Wölfe auf Tonband auf. Inzwischen erkennt Jamie die unterschiedlichen Wölfe allein an ihrem Heulen. Ich war überrascht, dass ausgerechnet ihn noch stärker drangsaliert. Oft saßen wir einfach beieinander. Einmal legte Lakota seine Pfote auf meine Schulter. Er guckte mich mit seinen klugen, bernsteinfarbenen Augen an. Von diesem Moment an wusste ich, dass er immer einen besonderen Platz in meinem Herzen einnehmen würde. Als Jamie und Jim in das Gehege ziehen, mischt sich die Welt der Menschen mit der der Wölfe. So nah bei den Tieren können die Dutchers einzigartige Aufnahmen machen. Sie sehen zum Beispiel ein höchst unterhaltsames Schauspiel zwischen der jungen Viakin und ihrem Bruder Vahots. Mit einem Bissen Fleisch schleicht sich Viakin von dannen. Sie merkt nicht, dass ihr Bruder sie beobachtet. Still und leise versteckt Viakin ihren geheimen Vorrat in den Büschen. Aber Vahots folgt ihr heimlich. Vahots hat längst begriffen, dass er nur abwarten muss. Sobald seine Schwester fort ist, stürzt der hungrige Bruder heran, um das versteckte Fleisch auszugraben und zu fressen. Als seine Schwester später ihren geheimen Vorrat sucht, ist sie völlig verwirrt, weil sie nichts mehr findet. Hier draußen in der Wildnis sind viele Winter kalt und einige sind gnadenlos. Die täglichen Pflichten und das Leben mit den Wölfen nehmen die Dutchers völlig in Beschlag. In den folgenden 5 Jahren erleben sie hier, wie Jahreszeiten kommen und gehen. Auf die Kälte des Winters folgt die Sommerhitze. Und schon bald kündigt sich wieder der Winter an. Die Laute der Natur begleiten den Lauf der Dinge. Jamie sammelt sie für diesen Film. Immer wieder nimmt sie das Heulen der Wölfe auf Tonband auf. Zwei Welpen sind besonders temperamentvoll. Viakin und Vahots. Ihre Schwester Chemuk dagegen wirkt schüchtern. Sie beobachtet ihre Geschwister lieber aus der sicheren Entfernung. Die jungen Wölfe machen den Alten sofort alles nach. Oh, my God.
Jamie und Jim fürchten, dass die kleine Chinook den Anschluss an das Rudel verlieren könnte. Chinook scheint Angst zu haben, sich zu den Großen zu gesellen. Sie sieht zu, wie ihre Geschwister sich schnell im Rudel einleben. Chinook bleibt vorsichtig und hält Abstand. Jamie und Jim wundern sich. Wird Chinook gerade zum Omega-Tier gemacht? Oder, was noch schlimmer wäre, wird sie etwa vom Rudel geächtet? Doch in den kommenden Wochen verfliegen ihre Sorgen. Chinook tritt zwar nicht so bestimmt auf wie ihre Geschwister, aber immerhin tobt sie mit den anderen herum. Ich sah, wie zärtlich Jamie mit den Welpen spielte. Ich war rundherum glücklich. In diesem Moment tat ich, was ich schon vor Jahren hätte tun sollen. Ich machte ihr einen Heiratsantrag. Die Welpen sind Zeugen. Jamie nimmt den Antrag an. Sie ist glücklich mit Jim und den Tieren. Dass er zu einem Rudel gehört. Er ist völlig in den Familienverband eingebunden. Jedes Treffen verstärkt bei Jim die Überzeugung, dass Makui sich nach Gesellschaft sehnt. Nach und nach ließ sie mich näher an sich ran. Aber es machte mich traurig zu denken, dass ich ihr einziger Freund war. Schließlich erkennt Jim das Problem. Makuis Augen sind trüb. Hat sie Angst vor dem neuen Rudel, weil sie die anderen kaum erkennen kann? Dacha ist klar, dass Makuis Augen behandelt werden müssen. Er braucht die Hilfe eines Fachmanns. Aber wo soll er den finden? Plötzlich merkt er, dass er genau die richtige Person bereits kennt. Während Jim sich um einen kranken Wolf in Idaho sorgt, blüht Jamie bei ihrer Arbeit im Zoo von Washington so richtig auf. Sein Puls ist stabil. Jamie ahnt nicht, dass ihre medizinischen Kenntnisse einmal großen Einfluss auf ihr Leben haben sollten. Er hat kein Fieber. Die Temperaturen liegen weit unter 0 Grad Celsius. Die Wölfe stört das nicht. Vor allem die Jungtiere staunen über die Luftblasen unter der Eisdecke. Ihre Enttäuschung ist groß, wenn sie erkennen müssen, dass sie dieses Spielzeug nicht erreichen können. Gegen Eis und Schnee sind die Wölfe durch ihr zweilagiges Fell geschützt. Das Oberfell mit den langen Haaren hält den Wind ab. Es gibt jedem der Tiere eine eigene charakteristische Färbung. Das flauschige Unterfell speichert die Körperwärme. Es ist bei allen Wölfen grau gefärbt. Mit ihrer hochempfindlichen Nase wittern die Wölfe
was sich unter dem Schnee verbirgt. Die Welpen können ihre Freude kaum bändigen. Dacha hofft, dass Akai und Makui Pflegeeltern der Welpen werden. Als die Welpen ins Gehege stürmen, schleicht sich Makui davon. Akai versucht, ein wenig Ordnung herzustellen. Aber zu Jims Überraschung und Bedauern zeigt Makui kein Interesse an den jungen Wölfen. Sie verschwindet. Als sie nach ein paar Tagen noch nicht wieder aufgetaucht ist, machen sich Jim Dutcher und seine Mitarbeiter auf die Suche. Sie fürchten, dass Makui nicht genug zu fressen findet. Drei Tage brauchen die Männer, um die Wölfin aufzuspüren. Jim erkennt, dass es ihr gut geht. Trotzdem staunt er. Warum meidet sie die anderen? Während sich Makui im Wald verbirgt, bildet sich eine Rangordnung heraus. Wie unvorhersehbar das Verhalten von Wölfen sein kann, zeigt sich, als Jim einen toten Hirsch bringt. Völlig überraschend dominiert nicht der erwachsene Akai, sondern der junge Kamots. Es ist ein Leittier, das die Ordnung im Rudel bestimmt. Der Alpha-Wolf. Dacha begreift, dass nicht Alter oder Größe einen Wolf zum Anführer machen, sondern irgendetwas Angeborenes. Keiner der anderen Wölfe fordert den jungen Kamots heraus, als dieser sich zum Alpha-Tier aufschwingt. Als Makui schließlich doch ihr Versteckspiel aufgibt, scheint sie zu ängstlich, um sich dem Rudel anzuschließen. Ihr Verhalten bereitet Jim Kopfzerbrechen. In den Rocky Mountains ist der Winter hereingebrochen. Eine dicke Schneedecke legt sich auf das Wolfsgehege. Irgendwo in den Wäldern streift Makui umher. Alleine. Aber die Mutter hält ihre Jungen von allen Neugierigen fern. Die Wölfin würde alles tun, um ihren Nachwuchs zu schützen. Jahrelang haben die Tierfilmer Jamie und Jim Dutcher daran gearbeitet, das Vertrauen dieser ungezähmten Wölfe zu gewinnen. Jetzt wird sich zeigen, ob sie Erfolg haben. Unter den argwöhnischen Augen der Mutter will Jamie versuchen, in die Höhle zu kriechen. Noch nie zuvor hat das ein Mensch gewagt. Ich wollte sehen, ob es den Welpen gut geht. Ich kannte die Wölfin schon lange, wusste aber nicht, ob sie mich nicht doch angreifen würde. Es wirkte so, als würde sie mir einen kurzen Blick in den Bau erlauben. Ich hoffte, dass ich richtig lag. Na, ihr Kleinen, wo seid ihr denn? Ihr seid so niedlich, so winzig. Dieser Moment war der Höhepunkt eines Projektes, das nicht in Idaho begann, sondern schon 40 Jahre früher in den Absaroka Mountains, einem Ausläufer der Rocky Mountains.
Die Absaroka Mountains liegen südlich des Yellowstone-Nationalparks. In dieser endlosen Wildnis arbeitete der junge Jim Dutcher im Sommer auf einer Farm. Damals war ich ein Junge mit einem traumhaften Ferienjob. Ich gab auf die Pferde Acht. Am Abend trieb ich sie auf die Weide und am nächsten Morgen zurück zur Farm. Für einen Jungen aus Florida war diese tiefste Provinz ein Paradies. Bergseen voller Forellen, Grizzlybären und Elche in den Wäldern. Ein Ort, wo man wilden Tieren begegnen konnte. Eines Tages. Doch der Mann, dem sie auf dem Rückflug von Afrika begegnet ist, fängt an, ihr Briefe aus dem fernen Idaho zu schreiben. Von seinem Leben in der Wildnis. Es ist der Anfang einer 7 Jahre dauernden Brieffreundschaft. Freitag, den 28. Juni. Liebe Jamie, es ist früh am Morgen im Wolfsgehege. Es ist klar und kalt. Der Blick auf die Berge ist atemberaubend. Heute Morgen heulte draußen ein einsamer Wolf. Meine Mitarbeiter und ich ziehen außer den beiden erwachsenen Wölfen auch 4 Welpen auf. Es macht dich fertig, ihnen rund um die Uhr die Flasche zu geben. Aber sie gedeihen prächtig. Aber Jim macht sich auch Sorgen. Bekommt er so wirklich ein Rudel zusammen? Die Zukunft der niedlichen Welpen ist ungewiss. Was passiert, wenn sie ihre behütete Kinderstube verlassen? Im Alter von 12 Wochen zeigen die Welpen erste eigene Charakterzüge. Der kleine Lakota zum Beispiel ist sehr scheu. Sein Bruder Kamotz dagegen aufgeweckt und der neugierigste des ganzen Wurfs. Er könnte das Zeug für einen Anführer haben. In den nächsten Wochen beobachtet Jim, dass Kamotz immer dominanter wird. Zum Beispiel schnappt er sich ein Hirschbein und scheucht seine Geschwister erst einmal davon. Wölfe nehmen den Nachwuchs normalerweise ohne Probleme ins Rudel auf. Keiner erwartet also Schwierigkeiten, als die Welpen Akai und Makui kennenlernen sollen. Die Welpen können ihre Freude kaum bändigen. Dutcher hofft, dass Akai und Makui Pflegeeltern der und gehen. Auf die Kälte des Winters folgt die Sommerhitze. Und schon bald kündigt sich wieder der Winter an. Die Laute der Natur begleiten den Lauf der Dinge. Jamie sammelt sie für diesen Film. Immer wieder nimmt sie das Heulen der Wölfe auf Tonband auf. Inzwischen erkennt Jamie die unterschiedlichen Wölfe allein an ihrem Heulen. Surprisingly,
Ich war überrascht, dass ausgerechnet Lakota am schönsten heulen konnte. Er schüttete sein Herz aus. Es hörte sich an, als ob er den Blues sang. In seiner Stimme lag die tiefe Verzweiflung des Omega-Wolfes. Jamie ist überzeugt, dass sich Wölfe durch ihr Heulen und durch ihre Körpersprache verständigen. Eine Kommunikation, die wir aber noch nicht verstehen. Jeder Wolf war ein Individuum, aber er musste auch immer das Gefühl haben, dass er ein Rudel hat. Ständig reiben sich die Wölfe aneinander. Sie lecken sich ab, um sich ihrer Nähe zueinander zu versichern. Selbst heftiges Raufen zeigt dem Wolf, dass er zu einem Familienverband gehört. Jamie und Jim sind sich sicher, dass ihr Projekt gelingen wird. Das Rudel ist inzwischen zu einem belastbaren Familienverband zusammengewachsen. Und die Wölfe vertrauen ihren beiden menschlichen Freunden. Wir hatten jedem Wolf einen Namen gegeben. Wir drängten uns nicht auf. Die Wölfe kamen nur zu uns, wenn sie Lust hatten. Das machte ihre Freundschaft so wertvoll. Es wirkte so, als würde sie mir einen kurzen Blick in den Bau erlauben. Ich hoffte, dass ich richtig lag. Na, ihr Kleinen, wo seid ihr denn? Ihr seid so niedlich, so winzig. Dieser Moment war der Höhepunkt eines Projektes, das nicht in Idaho begann, sondern schon 40 Jahre früher in den Absaroka Mountains, einem Ausläufer der Rocky Mountains. Die Absaroka Mountains liegen südlich des Yellowstone-Nationalparks. In dieser endlosen Wildnis arbeitete der junge Jim Dutcher im Sommer auf einer Farm. Damals war ich ein Junge mit einem traumhaften Ferienjob. Ich gab auf die Pferde Acht. Am Abend trieb ich sie auf die Weide und am nächsten Morgen zurück zur Farm. Für einen Jungen aus Florida war diese tiefste Provinz ein Paradies. Bergseen voller Forellen, Grizzlybären und Elche in den Wäldern. Ein Ort, wo man wilden Tieren begegnen konnte. Eines Tages verfolgte Jim streunende Pferde. Plötzlich machte er eine Entdeckung, die er niemals vergessen würde. Auf einer Lichtung stand ein grauer Wolf. Der Wolf sah nicht bedrohlich aus. Er war bloß neugierig und er zeigte überhaupt keine Angst. Ich wusste wenig über Wölfe, aber ich hatte gerade eine unglaublich seltene Begegnung gehabt. Mit der Zeit vergaß Jim Dutcher den Wolf aus Wyoming. Aber als er Jahre später anfing, Filme zu drehen, fiel ihm die Begegnung schlagartig wieder ein. Sie sollte sein Leben in eine andere Richtung lenken.
30 Jahre später suchte ich ein neues Filmthema. Da sah ich auf der gleichen Farm wieder einen Wolf. Auch diesen ersten Wurf des Rudels zur Welt bringen. Jamie und Jim können immer noch nicht ausschließen, dass Chinook doch noch das Schicksal des Omega-Tieres droht. Aber immerhin ist sie in den vergangenen Monaten auf der sozialen Leiter des Rudels einige Sprossen emporgeklettert. Kamotz interessiert sich bisher mehr für den Schnee als für die Damenwahl. Nur der Alpha-Wolf und die Alpha-Wölfin eines Rudels bekommen Nachwuchs. Alle ahnen, dass bald etwas Wichtiges geschehen wird. Anfang Februar bemerkt Jamie, dass Chinook sich verändert. Sie tritt immer entschiedener auf. Jamie und Jim spüren, dass die Entscheidung naht. Wählt Kamotz die wachsame Chinook aus oder doch Viakin? Die Dutchers glauben, die größere und lebhaftere Viakin wäre besser geeignet. Dann beginnt die Paarungszeit. Die Wölfinnen sind jetzt bereit, sich fortzupflanzen. Jamie erkennt es an der Spannung und dem Heulen im Rudel. Plötzlich gibt Kamotz zu erkennen, für wen er sich entschieden hat. Chinook ist die Glückliche. Kamotz Wahl überrascht Jamie und Jim genauso wie vielleicht Chinook selbst. Chinooks Leben und das des ganzen Rudels ändert sich nun von Grund auf. Die scheue Wölfin, die Jamie und Jim schon in der Rolle des Omega-Tieres gesehen hatten, steigt auf zur Alpha-Wölfin. Würden sie uns nicht als Fremde betrachten? Ihre Sorge ist völlig unbegründet. Es war wunderbar, sie alle wiederzusehen. Das tiefe Vertrauen zwischen uns war noch da. Ich konnte mein Glück gar nicht ausdrücken. Die Wölfe konnten es durchaus. Seit vielen Jahren haben die Dutchers gehofft, dass wilde Wölfe nach Idaho zurückkehren. Ihre Erfahrungen mit dem Sawtooth-Rudel nährten diese Hoffnung. Von ihrem Haus in Idaho brechen sie eines Morgens auf in den Yellowstone-Nationalpark. Um die Raubtiere hier wieder anzusiedeln, wurden Mitte der 90er Jahre 30 Wölfe im Yellowstone-Nationalpark ausgesetzt. Ihre Population hat sich inzwischen auf geschätzte 200 Wölfe erhöht.
Nach Ansicht von Biologen stützen die Wölfe das ökologische Gleichgewicht des Parks. Wir hoffen, dass die Angst vor Wölfen abnimmt und dass die Menschen sie auch als sorgende soziale Tiere wahrnehmen. Das Sawtooth-Rudel war ein Vorläufer der wilden Wölfe im Yellowstone. Sie sind eine Art Botschafter zwischen ihrer Art und unserer. Wölfe werden nur 7 bis 10 Jahre alt. Die ersten Tiere aus dem Sawtooth-Rudel sind inzwischen tot. Als ich erfuhr, dass Kamots gestorben war, fühlte ich mich elend. Er war ein echter Freund. Nach Kamots Tod heulte 3 Wochen lang jede Nacht derselbe Wolf. Ich nehme an, es war sein Bruder Lakota. In den nächsten Wochen beobachtet Jim, dass Kamots immer dominanter wird. Zum Beispiel schnappt er sich ein Hirschbein und scheucht seine Geschwister erst einmal davon. Wölfe nehmen den Nachwuchs normalerweise ohne Probleme ins Rudel auf. Keiner erwartet also Schwierigkeiten, als die Welpen Akai und Makui kennenlernen sollen. Die Welpen können ihre Freude kaum bändigen. Dutcher hofft, dass Akai und Makui Pflegeeltern der Welpen werden. Als die Welpen ins Gehege stürmen, schleicht sich Makui davon. Akai versucht, ein wenig Ordnung herzustellen. Aber zu Jims Überraschung und Bedauern zeigt Makui kein Interesse an den jungen Wölfen. Sie verschwindet. Als sie nach ein paar Tagen noch nicht wieder aufgetaucht ist, machen sich Jim Dutcher und seine Mitarbeiter auf die Suche. Sie fürchten, dass Makui nicht genug zu fressen findet. Drei Tage brauchen die Männer, um die Wölfin aufzuspüren. Jim erkennt, dass es ihr gut geht. Trotzdem staunt er. Warum meidet sie die anderen? Während sich Makui im Wald verbirgt, bildet sich eine Rangordnung heraus. Wie unvorhersehbar das Verhalten von Wölfen sein kann, zeigt sich, als Jim einen toten Hirsch bringt. Völlig überraschend dominiert nicht der erwachsene Akai, sondern der junge Kamots. Es ist ein Leittier, das die Ordnung im Rudel bestimmt. Der Alpha-Wolf. Dutcher begreift, dass nicht alle staunen über die Luftblasen unter der Eisdecke. Ihre Enttäuschung ist groß, wenn sie erkennen müssen, dass sie dieses Spielzeug nicht erreichen können. Gegen Eis und Schnee sind die Wölfe durch ihr zweilagiges Fell geschützt. Das Oberfell mit den langen Haaren hält den Wind ab. Es gibt jedem der Tiere eine eigene charakteristische Färbung. Das flauschige Unterfell speichert die Körperwärme. Es ist bei allen Wölfen grau gefärbt. Mit ihrer hochempfindlichen Nase wittern die Wölfe, was sich unter dem Schnee verbirgt. Nicht immer langt es für ein reichhaltiges Mahl, aber Wölfe sind nun mal geborene Jäger.
Sie jagen alles. Im Gegensatz zu den winterfesten Wölfen bedeutet die kalte Jahreszeit für Jamie und Jim eine endlose Reihe lästiger Pflichten, bei denen oft auch noch die Finger klamm werden. Ständig muss das Dach vom Schnee befreit werden. Um Brennholz zu holen, schnallen Jamie und Jim ihre Schneeschuhe an. Unter dem Schnee verbergen sich Löcher und Baumwurzeln. Und das Brennholz muss ja auch noch ins Zelt geschleppt werden. Die Temperaturen bleiben monatelang unter dem Gefrierpunkt und es fällt über 5 Meter Schnee. Die Wölfe beobachten Jamie und Jim. Es sieht so aus, als würden sie sich darüber amüsieren, wie die beiden mit den Tücken des Winters zu kämpfen haben. Manches ist zwar wichtig, aber nicht notwendig. Zum Beispiel Wasser zu holen, wenn man duschen will. Unverzichtbar dagegen ist es, den Weg nach draußen freizuschaufeln. Jamie und Jim halten den Ofen tagsüber am Brennen, um die Jurte aufzuwärmen. Wenn das Feuer nachts ausgeht, wird es empfindlich kalt. Kamotz wusste, dass Lakota Zuspruch brauchte. Erst als sein Rudel vollständig versammelt war, führte Kamotz es in das neue Revier. Niemals hätte er seinen Bruder zurückgelassen, auch wenn der nur der Omega-Wolf war. Omega or not. Begeistert erkundet das Rudel sein neues Terrain. Aber die Wölfe bleiben so lange still, bis sie feststellen, dass dort weder ein anderes Rudel noch feindliche Raubtiere unterwegs sind. Ein paar Stunden später kehren die Wölfe einzeln zu Jamie und Jim zurück. Als ob sie wüssten, dass der Abschied naht. Als erster schleckte Lakota uns ab. Ob Lakota je die Omega-Rolle los würde? Ich wünschte es ihm. Tomorrow's the day, Lakota. Tomorrow. Dann kam Kamotz. Er hat meinen tiefen Respekt. Und dann Matsi, der Babysitter und Friedensstifter. Wie oft er den armen Lakota verteidigt hat. Die Wölfe waren unser Leben und unsere engen Begleiter, aber sie waren eben Wölfe. Sie hatten jetzt ihre eigene Familie und es war eine gute Familie. Ob sie sich an uns erinnern werden? Und werden sie sich einleben?